Das Öffnen oder Schließen der elektrischen Heckklappe wird entweder per Taste am Armaturenbrett oder mit der Fernbedienung oder mit der Taste an der Heckklappe selbst vorgenommen. Ein kurzer Druck auf eines dieser Bedienelemente hält die Bewegung der Heckklappe bei Bedarf an. Die angehaltene Heckklappe kann von Hand bewegt werden oder durch erneutes Betätigen eines der Bedienelemente wieder in Bewegung gesetzt werden. Die maximale Öffnungshöhe der Heckklappe ist einstellbar. Die Heckklappe stoppt automatisch an der eingestellten Position. Zum Einstellen und Speichern dieser Höhe bringen Sie die offene Heckklappe von Hand in die gewünschte Stellung. Speichern Sie diese Position. Zum Schließen der Heckklappe verwenden Sie dieselben Bedienelemente. Die Schließtaste an der Klappe befindet sich an der inneren unteren Abdeckung.